So, bei mir, Benny Sachs, dich habe ich jetzt geholt. Hier lief gerade Bernhard Rares vorbei, Wut entbrannt. Wir haben auch gesagt, ganz, ganz klarer Elfmeter hinten raus. Magst du erstmal was zum kompletten Spiel sagen? Die Eindrücke, bist du schon runtergekommen? 2 Minuten nach dem Spiel direkt Kamera drauf, Licht an und dann einfach mal das Spiel nochmal analysieren. Wir haben sie komplett beherrscht, komplett die Kontrolle gehabt über das Spiel. Waren in allen Belangen besser gewesen, muss man klar sagen. Also spielerisch, taktisch, läuferisch, auch mental. Wir haben ruhig gespielt, hatten Klarheit, hatten aber auch Konsequenz in unserem Spiel gehabt. Was gefehlt hat, und das ist halt Fußball. Du kannst fast alles richtig machen oder alles, aber du kriegst nicht immer das, was du verdient hast. Und das war dieses Spiel gewesen. Auf der einen Seite natürlich die Leistung, zum einen, die war wirklich, also wahrscheinlich unsere beste Saisonleistung insgesamt, obwohl wir schon einige gute gezeigt haben. Aber klar, wenn du dann halt kein Tor schießt, dann darfst du es nicht verlieren. Das ist auch trotzdem nach allen Emotionen am Ende. Hat mir auch mein Dings oben gesagt, sie haben es dann nochmal links gesehen, dass es ein klarer war. Aber du darfst dann halt auch nicht verlieren. Das haben wir auch gemacht, also hatten auch die Stabilität. Waren schon ganz andere Heimspiele gewesen, wo wir es dann irgendwie durch einen Moment verlieren. Aber wir verlieren es nicht. Und wenn wir so weiterspielen, das ist natürlich so jetzt mit der Leistung, was wir jetzt hier gebracht haben. Und das macht einfach auch Spaß und Freude, die Jungs zu sehen. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Also klar, das Tor, kein Happy End. Klar, weil auch Coffee eigentlich genau sein Moment, genau das, wo dann alle, genau das war es eigentlich gewesen bei jedem Film, mit Happy End wäre er derjenige gewesen dann und oder dann halt 89. Also wir haben es so dermaßen verdient, aber wir haben es nicht. Genauso haben wir es eigentlich oben auch zusammengefasst, also mehr als verdienen kann man eigentlich einen Sieg nicht wie heute. Kannst du trotzdem schon positive Dinge sehen? Du hast so viel angesprochen. Uns ist die Ausstellung aufgefallen mit Marcel eigentlich dauerhaft auf der 6. Wie hat dir das gefallen? Wir finden eigentlich, der hat einen guten Job gemacht. Ja, wir haben uns was dabei gedacht, auf jeden Fall schon mal. Ja. Wir hatten da eine Idee dahinter. Nicht nur im Gegner wegen, sondern mussten auch Marco ersetzen. Wir haben Stabilität gebraucht, eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive und das hat einfach gut gepasst. Wir haben ja drei wirklich herausragende Innenverteidiger und dann kannst du einen dann auch mal in der Dreierkette oder dann auf die 6 stellen und das war natürlich der Plan, auch die zweiten Bälle, um dann umzuschalten, das ist, denke ich, gut aufgegangen von den Räumen her, wir hatten extrem viele zweite Bälle, das war wichtig gewesen, weil wir natürlich schon, dass Braunschweig da viele Situationen hat, wo sie dann auf Broschwitz dann mit Bär und Feigenspann dann tief gehen wollen, das haben wir gut abgefangen, haben dann unsererseits dann so Initiale nach vorne ergriffen. Und das war, und auch so die Mittelfeldbesetzung und so, also es hat gepasst von den Räumen her auch, das war uns wichtig gewesen, dass die Räume gut besetzt sind, dass wir intelligent spielen, dass wir intelligent in die Räume reingehen, in die richtigen Räume, das haben wir auch gemacht. Wie gesagt, also eigentlich kann ich jetzt abbrechen, weil ich habe vorher schon alles gesagt, aber du kannst nochmal eine Frage stellen, vielleicht hast du nochmal eine, die mich jetzt irgendwie, was anderes sagen lässt. Die dich irgendwie aus der Bahn wirft. Nein, aus der Bahn wirft mich gar nichts, muss ich sagen, weil die Leistung war top und deswegen. Wie viele Punkte holen wir noch bis Weihnachten in den 2 restlichen Spielen? Ist das jetzt mal so eine saudumme Frage? Vielleicht hast du da keine Antwort oder auch wieder die passende. Wir haben morgen Training, wir haben Verantwortung gegenüber den Spielern, die nicht gespielt haben. Das ist wichtig, dass wir die auf Level bringen. Wir haben gesehen, Ausfälle, gelbe Karten, wie schnell dann einer spielt. Oder wir jetzt, Busian hat gespielt von Anfang an und da haben wir morgen eine Verantwortung. Das ging alle Kraft morgen, Spiel nachbesprechen, immer das Gleiche. Auch wenn alle es irgendwie nicht so hören wollen, die wollen irgendwas specken, aber es ist so, so ist der Fußball. So funktioniert zwar nicht die Presse, aber so ist der Fußball. Ja? Im Moment das Beste geben wollen wir morgen und dann bereiten wir uns auf den nächsten Gegner vor und der Rest ist weit weg, aber im Fußball noch weiter. Bist du genauso glücklich heute Abend, auch nach dem Spiel, wo wir jetzt 2 Punkte haben liegen lassen, wenn du auf die Tabelle guckst? Ich bin überglücklich, wenn ich auf diese Tabelle schaue, egal ob wir heute 2 Punkte liegen gelassen haben. Ja, Markus, wenn du mich besser kennst, dann weißt du, ich bin ja nicht so der Tabellen, weil ich gucke dann in der Entwicklung, in Prozessen. Na klar, bin ich jetzt nicht naiv und weiß, was das im Fußball bedeutet. Aber Benni, du willst mir nicht erzählen, dass du nicht weißt, wo wir stehen. Man kriegt es mal irgendwo mit, dass man 6, 7, 8 oder so ist, das weiß ich schon, klar. Aber mehr weiß ich auch nicht, wie viele Punkte dahin und dahin. Das ist mir auch, muss ich sagen, also mit der Haltung fahre ich gut und deswegen,
würde ich sagen, belasse ich es auch dabei. Auch sehr schön. Ich beende mal das Interview. Auch nicht schlecht, also. Alles Gute, danke, gell? Bis danke dir. Mal. So, bei mir endlich mal Mohamed Guaida. Erstmal herzlich willkommen. Wie war es für dich? Du hast heute genauso wie wir ein krasses Spiel vom Waldhof gesehen und durftest dann auch endlich mal auf dem Platz mitwirken und auch gleich relativ gefährlich dich gezeigt. Wie fühlt es sich an für dich? Bist du schon zu 100% fit oder war das jetzt heute, ja, 15 Minuten, 10 Minuten ist drin, mehr aber leider noch nicht? Ja, ich war 4 Monate einfach weg. Ja. Es ist wieder einfach zurückkommen, ist ein bisschen schwer. Ja. Ich brauche ein bisschen Zeit und Training und Spiel ist nicht gleich. Ja. Ich brauche, ja, 10 Minuten hat gereicht für mich heute. Vielleicht nächstes Mal, ich kriege 20, 30 und geht vielleicht besser. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Cardio und sowas, aber kommt langsam zurück. Ja. Aber du fühlst dich gut? Ja, ja, 100%. Keine schmerzfrei, das ist das Wichtigste erste Mal. Und ja, ich bin glücklich und zufrieden, wieder hier im Platz zu sein. Ja. Wie ärgerlich ist es für dich direkt nach dem Spiel, dass man hier keinen Elfer gekriegt hat und auch nicht die Chancen nutzen konnte, um sich zu belohnen? Ja, das ist einfach schwer zu sehen für die Fans oder für uns auch. Aber das war auch vielleicht das erste Tor von Kofi und wir warten alles das auch. Aber scheide, vielleicht nächstes Mal kriegen wir das. Ja. Also die Stimmung bleibt trotzdem positiv? Ja, richtig positiv. Wir haben 0-0, ist ein Punkt, wir müssen das mitnehmen einfach, ja. Super, so machen wir weiter. Wir wünschen dir noch einen guten Heilungsprozess, einen guten Verlauf, dass wir dich häufiger, öfter und länger auf dem Platz sehen. Vielen Dank für das, Dankeschön. So, jetzt bei mir Arianen Ferradi, der heute rein musste, weil Dori Diering relativ schnell mit, wir hoffen alle, nicht einer zu schweren Verletzung vom Platz musste. Du hast ein Bombenspiel abgeliefert. Wirklich, Respekt. Wie schätzt du das selbst ein? Ja, erstmal, habe ich erstmal gehofft, dass Dori vielleicht doch weiterspielen kann, weil das sah echt schlimm aus. Also von außen sah es nicht so schlimm aus, aber wie Dori reagiert hat, das tat mir auch außen weh. Und in dem Sinne, ich hoffe, dass Dori schnell wieder auf den Platz kann und schnell wieder fit ist. Und ja, ich denke, ich komme rein, habe direkt eine defensive Aktion, wo ich den Ball noch irgendwie abfange und ins Aus bekomme. Und ich glaube, das war mit einer Situation, die wichtig für mich war, damit ich ins Spiel reinkomme. Und ja, ich denke, mit dem Ball konnte ich doch schon zeigen, was ich auch kann. Ja, du hast es angesprochen, das vergessen nämlich, glaube ich, auch viele, wie es ist als Spieler, die erste Situation für sich selbst zu bewerten. Ich glaube, das ist wirklich auch für viele eine Kopfsache. Wenn die erste Aktion gelingt, hat man so eine Grundstimmung. Und wenn die erste misslingt, ist es genau andersrum, ne? Ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn die misslingt, muss man dann schauen, dass die nächste Aktion dann sitzt. Aber ich glaube, das kennt jeder irgendwo im Leben auch, dass wenn man was Positives erfährt, dass man dann grundsätzlich auch positiv eingestimmt ist und dann manche Dinge einfach von selbst laufen. Und so war es auch heute, denke ich, bei mir. Wie würdest du das ganze Spiel zusammenfassen? Wahrscheinlich ähnlich wie jeder andere. Waldhof gerade in der zweiten Halbzeit drückend überlegen. Da ging ja gar nichts mehr bei Braunschweig. Und eigentlich hätte es heute einen Gewinner geben müssen, nämlich uns. Definitiv, ich stimme dazu. Ich muss ehrlich sein, es tut mir irgendwo richtig weh. Weil wir einfach so einen geilen Fußball gespielt haben. Das hat auf dem Platz richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es hätte einfach nur einen verdienten Sieger haben müssen. Und der wären wir gewesen. Und ja, wir sind irgendwo, sind wir zum Teil auch selber schuld, dass wir die Chance nicht nutzen. Und zum anderen Teil auch vielleicht die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Ja, muss man so hinnehmen, Der Coach Bernhard ist hier wutentbrannt durch den Kabinengang, hat richtig rumgeschimpft. Also ihm scheint es so langsam auch nicht mehr zu passen, dass, sag ich mal, sowas dann nicht gepfiffen wird, wie das letzte Foul zum Beispiel gegen Mo de Ville, was ein ganz klarer Elfer war. Ja, das ist ja nicht nur heute in dem Spiel so, das war schon in mehreren Spielen jetzt so. Aber ja gut, letztendlich, wir haben ein Riesenspiel gemacht. Wir haben auch so geile Chancen herausgespielt, so geil kombiniert. Ich glaube, das hat als Zuschauer auch richtig Spaß gemacht. Wir auf dem Platz, auch für uns. Und ja, es ist einfach nur ärgerlich, dass wir keine 3 Punkte einfahren. Ja, ich finde es bemerkenswert, dass du sagst, ja, wir können das ja auch so aus dem Spiel lösen. Sage ich nämlich auch sehr oft. Ich muss nicht auf den Schiri angewiesen sein. Klar, ist schade. Nächste Woche spielen wir wieder auswärts. Auswärts sind wir nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Die Bilanz, ne? Ja, will ich auch sagen. Wie schnell kann man das Spiel jetzt abhaken und wie viel Positives mitnehmen? Weil ihr wirkt gar nicht so enttäuscht, sondern eigentlich so richtig geil. So, es könnte morgen direkt weitergehen. So machst du mir gerade den Eindruck.
Ja, wie gesagt, es hat einfach richtig Bock gemacht zu spielen. Ich glaube, wir haben auswärts auch schon so viele Punkte eingefahren und wir können aus dem Spiel so viele positive Sachen mitnehmen und einfach aufs nächste Spiel fokussiert drauf losgehen und da die Chancen machen und hoffentlich wieder so geil zocken. Mega, genau so nehmen wir das mit. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich danke dir, danke. Bei mir jetzt Johannes Dölger vom Lions Club Mannheim Quadrate. Herzlich willkommen bei uns im Livestream. Wir möchten ein bisschen erzählen über das Stadionsingen hier. Vielleicht gibst du uns mal einen ersten Eindruck, wann findet es statt und über was können wir uns da freuen und auf was können wir uns da freuen? Ja, wir können uns auf Sport, auf Fußball wieder freuen und auch auf Musik. Und zwar am 15.12. um 16 Uhr hier im Karl-Benz-Stadion wird das Stadionsingen Mannheim erstmalig veranstaltet werden. 2019, die Organisatoren ist SV Waldhof natürlich, die Stadt Mannheim und der Lions Club Mannheim Quadrate. Wir werden um 14 Uhr mit Stadioneinlass beginnen. Um 16 Uhr wird es ein Promi-Fußballspiel geben mit Ehemaligen aus der Waldhof-Familie. Dann haben wir ein paar, die man dem Fußball nicht unbedingt zuordnet. Unser erster Bürgermeister Christian Specht wird mitspielen. Es wird der Generalmusikdirektor des Nationaltheaters mitspielen, der Alex Soddy. Ein Iron Man Hawaii, der Norman Stadler wird mit am Start sein, um jetzt nur einige zu nennen. Und dann werden wir um 16 Uhr ist das Fußballspiel, ungefähr 17 Uhr, 17.15 Uhr, wenn wir mit dem musikalischen Teil beginnen. Da sind die Afro-Kids vom Trommelpalast in Käfertal mit von der Partie. Dann kommen von den Söhnen Mannheims, was uns sehr freut, der Rolf Stahlhofen und Klaus Eisenmann mit Keyboard. Die werden mit von der Partie sein. Dann haben wir den Kinderchor vom Nationaltheater. Die werden weihnachtlich dann unterwegs sein. Und zum Schluss ist dann das ganze Stadion, wir hoffen, dass es ja gut besucht wird, zum Mitsingen aufgefordert, wenn das Mannheimer Blech, das ist ein Blechbläser-Ensemble von der Musikhochschule, die traditionellen deutschsprachigen Weihnachtslieder anstimmt. Da wollte ich drauf hinaus, also ein Wahnsinnsprogramm, ja, ihr hört es schon, es ist mächtig was geboten, lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Wie textsicher muss ich denn sein, um da teilnehmen zu können und wie gut muss ich singen können? Eigentlich beides mit überhaupt nichts zu beantworten, einfach kommen und Spaß haben, oder? Ich würde mal sagen, Spaß haben werden alle und es kommt ja auch im guten Zweck, wird es zugeführt. Die Kinderhospiz Sterntaler sind diejenigen, die da dann bedacht werden mit den Einnahmen. Aber zu deiner Frage, wir werden oben an der Stadiontafel werden wir die Texte einblenden und ich glaube, es wird sich jeder am Nachbarn orientieren können und an den Bläsern und wir werden da sicherlich stimmgewaltig und gut intoniert, ja, werden wir ein schönes Resultat haben. Also muss auch keiner Angst haben, dass er hier nicht mitwirken kann und es zu einem tollen, tollen Abend, Nachmittag werden zu lassen. Du hast es angesprochen, das Kinderhospiz Sterntaler. Da möchte ich nochmal mit drauf zu sprechen kommen. Was genau oder wie viel kommt denn dem Sterntaler zugute von den Einnahmen hier? Also die Einnahmen kommen komplett. Alles, was übrig bleibt, wird komplett dort hingeleitet. Das ist ja der Wahnsinn. Wie kommt man auf die Idee? Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen, wie man darauf kam? Mensch, wir nutzen das Karl-Benz-Stadion und wir bringen alle mal zusammen zu so einem richtig schönen vorweihnachtlichen Nachmittag. Event, ja. Also das gibt es ja, geboren wurde das Stadionsingen in Berlin bei Union. Dort ist man, glaube ich, inzwischen in der 20. Spielzeit. Gibt es jetzt auch beim BVB und in vielen großen Stadien. Und wir haben gesagt, Mannheim als Traditionsverein muss das jetzt auch auf die Beine stellen. Und wir wollen eben auch besonders auch Familien und Kinder hier ins Karl-Benz-Stadion bringen, unter dem Motto auch Kinder helfen Kindern. Eine fantastische Aktion. Wo bekomme ich denn meine Karten für das schöne Event? Also natürlich an dem Nachmittag wird es noch ein paar Resttickets geben und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des SV Waldhof. Auch im Internet, also sind gut zugänglich. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass mächtig, mächtig viel zusammenkommt, dass mächtig viele hier auch kommen und es zu einem richtig tollen, runden Abend werden lassen. Möchtest du noch einen Aufruf starten, warum man hierher kommen muss an diesem Abend? Ja, ich
ich denke, es wird ein ganz toller Nachmittag. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir haben ein Podium, das wir hier natürlich, ohne dass der Rasen leidet, auch platzieren werden. Und ich denke, es gibt für das leibliche Wohl, ist auch nicht uninteressant, ist auch gut gesorgt. Und auch das Geld wird sozialen Zwecken zugeführt, also Glühweinverkauf, Brezelverkauf. Und ich denke, wenn man dem Waldhof verbunden ist, das ist praktisch so ein bisschen die Weihnachtsfeier vielleicht auch von dem Waldhof, und allein deshalb lohnt sich schon zu kommen. Dann war das der letztendliche Aufruf. Vielen, vielen Dank, Johannes, dass du hier nochmal ein bisschen Einblick gegeben hast, was es neben Fußballspielen hier denn auch noch zu erleben gibt. Für mich hört sich das nach einem wundervollen Nachmittag an, den man definitiv gesehen haben sollte, mitgemacht haben sollte. Dann war man nämlich beim allerersten Weihnachtssingen hier beim Stadion Singen in Mannheim mit dabei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du mit so einer Aktion hier an den Start bringst. Gerne. Also, dann sehen wir uns am 15.12. Bis nächste Woche. Ciao.